Hallo, meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder ein neues Video für euch. Ja, heute gibt es von mir einen Shein Try On Haul. Ich bin zurzeit ein bisschen süchtig nach Shein. Eventuell wegen Verena Marie Miu, also wegen ehemals Verena Schizophrenia. Ja, ich schaue sie schon seit Jahren und sie kauft zurzeit ziemlich viel bei Shein und das hat mich an meine Zeit früher erinnert, als es noch Shein-Zeit hieß und da habe ich auch relativ viel da bestellt, weil es halt günstig war und ich kein Geld hatte. Heutzutage heißt es Shein und ist ein bisschen teurer als damals, aber die Qualität hat sich dementsprechend auch verbessert. Und die Sachen sind auf jeden Fall auch viel schneller da. Ich möchte euch heute in meinem XXXL-Haul zeigen, was ich mir denn so Schönes gekauft habe. Natürlich auch als Try-On. Ich blende euch hier immer Sequenzen ein. Ich schlüpfe meinen Rücken. Okay, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Passend zum Hintergrund, ich habe ein kleines bisschen eine Obsession mit dieser Farbe zurzeit, habe ich mir, also ich habe mir viele Tops geholt, aber ziemlich geil ist das hier. Ich blende euch die Preise natürlich auch ein. Das ist ein geripptes Top, wie man vielleicht erkennen kann. Und ja, es ist in so einem Lime Green und ich liebe diese Farbe zurzeit wirklich. Ich liebe sie. Dieser Stoff ist so angenehm, wirklich. Ich habe es den ersten Tag getragen und ich habe es geliebt. Ich liebe, dass die Träger hier so schön dünn sind. Ich mag es ja allgemein eher eng anliegend und grazil. Ach ja, zum Vergleich. Ich bin 1,64 Meter groß und wiege viel zu viel für meine Verhältnisse. Ich habe mir auch alles in M bestellt, also 38. Ob das meine tatsächliche Größe ist oder ob ich da noch hinkommen will, ist ja erstmal egal. Aber auf jeden Fall passt es mir trotzdem, weil alle Sachen recht flexibel sind auch. Und ja, warum sollte ich mir Klamotten in meiner jetzigen Größe kaufen, wenn ich diese Größe nicht behalten möchte? Das nächste Top mag ich eigentlich auch, aber ich werde es zurückschicken. Ich liebe den Schnitt, ich liebe den Spruch, denn es ist einfach Fakt. Nur leider war ich so blöd und habe es in der falschen Farbe bestellt. Im Internet, so wie in der Verpackung, sah es schwarz aus und ich wollte dieses Shirt in schwarz haben. Aber ich habe es aus Versehen in dunkelgrün gekauft und das möchte ich nicht. Weil ich weiß ja auch ungefähr, wenn ich mir was kaufe, wie ich das kombinieren möchte und da brauche ich das in schwarz. Und ich werde es mir sicher auch nochmal bestellen. Das hat, glaube ich, auch nur um die 3 Euro gekostet. Ich werde es mir definitiv nochmal in schwarz bestellen und das hier zurückschicken. Aber ansonsten kann ich nichts dagegen aussetzen. Es ist wirklich mega schön. Ich liebe auch die Träger, die wieder so schön dünn sind. Der Stoff ist mega angenehm. Der Spruch ist geil. Und ja, so viel dazu. Dann habe ich mir dieses Top hier bestellt. Das ist auch wieder in so einem Ripstoff. Und hat hier eine Knopfleiste. Im Internet sah es ein bisschen so aus, als würde die bis runter gehen. Hier unten ist allerdings kurz unter den Boobies offen. Ich trage da meistens was mit Spitze drunter. Das sieht dann auch ganz schön aus. Ja, auch mega angenehm, sitzt gut. Ich bin auch jetzt echt begeistert, dass bei Shein eigentlich nur Sachen kommen, wo irgendwelche Fäden gezogen sind. Hatte ich früher das Problem, jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr. Es ist wirklich hochwertig verarbeitet. Von daher dufte. Und das gleiche Top habe ich mir auch nochmal in Grau bestellt. Ich habe es mir in ungefähr 30 Farben ausgesucht. Ich habe letztendlich 2 bestellt, weil es sonst ein bisschen zu teuer wird. Aber ja, in Grau habe ich das Ganze auch nochmal. Und hier unten ist es auch so süß gekringelt. Das mag ich sehr, sehr gern. Als nächstes wieder eine knallige Farbe. Aber wer kennt mich bitte anders? Wieder ein Ripstoff-Top. Ich stehe irgendwie gerade zur Zeit voll drauf. Mit einer super geilen türkisen Farbe, wieder Spaghetti-Träger und draufgestickt ist Babe. Ich hatte das T-Shirt schon beim Ausflug an, beim Wandern an, Elfriede, alles cool. Ja, und da hatte ich den Henkel von meiner Tasche immer so so schräg über meinen Oberkörper drüber und da hat es bei dem A hier leider ein bisschen schon vom Faden rausgewuselt, aber das finde ich nicht schlimm, denn es war ja auch nicht besonders teuer. Auch wieder ein Crop Top, wie fast alle Tops, die ich mir bestellt habe. Und ja, auch wunderschön und angenehm wie Sau.
Dann, wenn ich was für mich bestelle, dann bestelle ich meinem Freund auch immer was mit, weil er etwas faul ist, sich selber Klamotten zu kaufen. Und zwar habe ich Unterhosen gekauft. Und zwar waren es 3 Stück. Eine ist in der Wäsche, eine ist schwarz, die andere blau und ja, dann noch eine in Burgunder, also so ein dunkelrot, Weinrot. Und ja, hier ist es auch wieder so ein bisschen gerippt. Der Stoff ist schön elastisch, fühlt sich mega angenehm an und auch ein Gummiband, was alles stabil an Platz und Stelle hält. Wirklich sehr, sehr schön. Und für 3 Stück, 15 Euro, glaube ich, waren es, kann man nichts verkehrt machen. Dann wieder ein Teil, was ich wahrscheinlich zurückschicken werde, obwohl ich es mega schön finde, ist dieses Top hier. Es ist ein schwarzes Top, so Bandeau-mäßig, und als Träger gibt es goldene Ketten. Meine Katzen lieben mich mal besonders, wenn ich das anziehe. Ich liebe es eigentlich, das ist eine total coole Idee, anstatt richtigen Trägern Ketten zu nehmen. Allerdings ist das Tragekomfort nicht so wirklich da. Ich habe auch immer das Gefühl, dass sich die Ketten so einrollen und runterrutschen von der Schulter. Deswegen werde ich es zurückschicken. Ansonsten hätte ich es voll gerne getragen, aber ja, sieht halt cool aus, aber ist nicht unbedingt bequem. Und ich will ja alle Sachen, die ich kaufe, auch immer auf Arbeit einziehen können. Und ja, das, wenn mir dann beim Farbeauftragen ständig der Henkel runterrutscht, habe ich keine Lust drauf. Hallo! Hörst du mal auf mit dem Kuli? Oh Mann! Mach doch mal meinen Kuli liegen. Kinder! Ich muss kurz eingreifen. Dann noch ein Teil, was ich zurückschicken werde, leider. Es sah super cool aus auf dem Foto. Und es sieht auch in echt super cool aus. Aber es steht mir leider nicht. Und zwar rede ich von dieser Hose hier. Die ist so zweifarbig, einmal schwarz und... Elfriede! Die ist auf einer Seite schwarz und auf der anderen Seite auch wieder dieses Lime Neon Green. Feiere ich total, aber es ist irgendwie doch nicht so ganz mein Stil. Was ich bei Verena in dem Video schon gesehen habe, dass an den Hosen diese Kurbelzüge nicht da sind, um es enger zu machen, sondern einfach nur Deko sind und dran genäht sind. Ja, und irgendwie stört mich halt auch dieser Aufdruck hier. Aber mir steht die Hose leider nicht so sehr, deswegen werde ich sie zurückschicken. Machen wir weiter mit wieder einem super angenehmen Top, wo die Träger diesmal ein bisschen breiter sind. Und zwar ist es dieses Schachbrett-Top hier, auch wieder cropped. Und so ein viereckiger Ausschnitt, auch mega angenehm zu tragen. Ja, ist auch wieder ungefähr so ein Style wie die Hose, aber diesmal werde ich es, glaube ich, behalten, weil das ist schon ziemlich unique. Ich finde das ziemlich cool. Der Rückenausschnitt ist auch wieder genauso tief wie der Dekolleté-Ausschnitt und ich feiere es mega. Als nächstes kommt dieses mega coole T-Shirt hier. Es ist Zeitung, also es ist nicht Zeitung, es sieht aus wie Zeitung. Und ich habe sowas öfter mal gesehen und dann habe ich es auf Shein gesehen und ich dachte mir, so muss ich haben. Der Stoff ist auch mega angenehm und es ist groß, ein bisschen oversized, ein bisschen, ja, man hat viel Platz darin. Deswegen kann man es sich cool auch in die Hose stecken oder einen Knoten reinmachen, funktioniert alles. Dann kommen wir zu noch einer Hose, die ich aber definitiv behalten werde. Und zwar eine schwarze Leggings. Die sitzt schön enger liegend und ist auch noch ein bisschen dehnbar. Und die hat hier am Oberschenkel so 2 Maschenstellen, Netzstellen, wo man so durchgucken kann. Das finde ich halt immer... Helga? Das finde ich halt immer mega schön und dann habe ich das gesehen und dachte mir so, wow, wie cool, brauche ich. Wenn man da ein bisschen näher rein geht, sieht man auch, dass das so ganz, ganz feines Netz ist. Ja, und sitzt auf jeden Fall richtig bequem und ist auch sehr hochwertig verarbeitet. Dann habe ich mich natürlich auch für den Winter ein bisschen eingedeckt und habe mir Pullover geholt. Alle 3 Pullover sind eigentlich gleich. Sie sind cropped, haben mega lange Arme und haben auch Ballonarme. Einmal habe ich hier diesen, das ist so ein bisschen Aquarell-Pastellfarben. Der ist auch cropped, hat so ein bisschen stehenden Kragen und natürlich Ballonärmel. Und das sieht einfach mega süß und mega Pastelgolf aus. Mega kuschelig und weich, wirklich, wirklich sehr, sehr bequem. Und dieser Pullover, oh mein Gott, ich lebe für diesen Pullover. Auch wieder cropped und mit Ballonärmeln. Unten nochmal schön tailliert mit so einem breiten Band. Hier an den Ärmeln auch. Und diese Farbe. Oh, diese Farbe ist so wunderschön. Ich liebe diese Farbe. Es ist halt wirklich extremst so ein Flieder.
Lilac, ich liebe es einfach. Ich kann mir alles in dieser Farbe holen. Vor allem, weil es halt auch so einen schönen Kontrast zu meinen Haaren gibt und trotzdem irgendwie in diesem Pastell-White ist. Einfach super geil. Der Stoff ist schön dünn, nicht zu dünn, aber so dünn, dass er mega bequem ist. Und ja, wird wahrscheinlich einer meiner neuen Lieblingspullis. Der nächste Pulli ist mega weich. Auch wieder cropped und mit Ballonärmeln. Wer hätte es gedacht? Und es ist ein Strickpulli, auch ein bisschen großmaschiger. Und ja, der ist halt mega kuschelig, perfekt für den Winter. Und ja, einfach super süß in Pastellfarben. So, dann habe ich mir Socken geholt. Ich hatte sie nicht an, weil ich öfter als mir lieb ist Nachrichten von Fußfetischisten bekomme. Das ist logisch, dass ich das mitnehmen muss, weil erstens ist ein Socken, ich muss mir immer Socken mitnehmen, weil ich auf Arbeit sehr viel stehe und meine Socken dadurch schnell durchscheuern. Und da sind Katzen drauf, also ich glaube, das erklärt sich von selbst. Ein paar Socken sieht sogar aus wie Elfriede. Elfriede, hast du Merch rausgebracht? Warum weiß ich davon nichts? Und das Beste zum Schluss, ein Zweiteiler, den ich mir schon mega lange angeguckt habe. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen abnehmen dafür. Ich meine, der ist zwar super für Curvy-Mädels, aber trotzdem bräuchte ich, glaube ich, ein bisschen flacheren Bauch dafür. Aber ich werde es trotzdem behalten und irgendwann zum Feiern gehen anziehen. Ist einmal ein Crop-Top. Diese Farbe, ey, guckt euch diese Farbe an. Das ist so unglaublich geil. Und ein eng anliegender Rock. Mein Freund ist gar nicht begeistert von dem Teil. Überhaupt nicht, weil es eben ein bisschen freizügig aussieht. Aber ich liebe es und ich finde es schön und deswegen werde ich es anziehen. Ja, diese Farbe schreit förmlich nach mir. Also ihr wisst, ich und knallige Farben. Na, gut, dann hätten wir das auch geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert, ob ihr schon mal bei Shein bestellt habt oder ob ihr es wie ich für euch wiederentdeckt habt. Und wie ihr die Qualität da so findet, beziehungsweise allgemein wie ihr die Klamotten das findet, das würde mich sehr interessieren, weil ich habe jetzt wirklich fast nur positive Erfahrungen da gemacht. Ist ein sehr individueller Style, passt zu mir auf jeden Fall, deswegen I love it. Und nicht vergessen, ein Abonnement da zu lassen, es ist kostenlos für euch, also supportet mich ein bisschen. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr auch nicht verpasst, wenn ich ein neues Video hochlade. Geplant ist immer Sonntag 18 Uhr. Ob ich das pünktlich schaffe, ist fraglich. Meistens nicht, aber zumindest ist eigentlich ein fester Termin vorgelegt. Hier kommt ihr dann zu meinem letzten Video, hier zu meinem vorletzten Video. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und mich supporten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!